Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Guten Tag, meine lieben Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Unser Deutschunterricht fängt wieder an. 亲爱的同学们，大家好，又到了我们德语课时间，我是你们的舒老师。In der letzten Stunde haben wir die grammatische Wiederholung von Lektion 22 gemacht. 在上节课上，我们完成了22单元的语法复习。Und in dieser Stunde werden wir diese Lektion beenden. 那么在这节课上，我们将结束这一单元的所有学习内容。Wir werden zuerst eine Testübung machen und dann den schriftlichen Ausdruck trainieren.那么在这节课上，我们首先将完成一个测试的复习练习，然后将通过写作练习来操练我们的书面表达。Das heißt, wir werden einen Aufsatz schreiben. 也就是在这节课上，我们要写一篇作文。Zuerst machen wir die Testübung von dieser Lektion. 首先，让我们完成本单元的测试练习。本单元的测试练习还是和本单元的主题有关，也就是 die Weltbevölkerung。不过练习的难度还算好，不是非常的大。Ergänzen Sie die Lücken mit den folgenden Worten。虽然还是完形填空，但是是有单词可以选择的完形填空。那么在完成这样的练习时，同学们可以对公选的单词进行分析。也就是我们可以把动词啊、名词啊、介词先按照它们的词性进行归类。举个例子来说，这一堆单词里动词的比例并不是很高，大多数呢是名词。而动词它的动词变位还不一样，比如说像 verbraucht, vexed, erwartet, beschreibt, 就应该是第三人称单数的形式。而后面的 stellen 就是一个复数的形式，所以跟它搭配的主语是什么样的形式也可以给我们一些相应的提示。那名词我们可以根据阳性、阴性、中性、复数来加以区分。那么还可以找到像 zum 这样的介词，在缩小了的范围中选择就要比在一堆单词里选来的简单了。Ja gut, machen Sie bitte diese Übung.
这个练习呢，虽然有单词可以选，但是也有一定的词汇量，所以还是有一定的难度的。我们一起来看一下 Bevölkerungsentwicklung 人口发展。Die Bevölkerungsentwicklung ist ein Gebiet der Demografie und beschreibt, wie groß die Entwicklungszahl der Menschen auf einer bestimmten Fläche ist. 第一个句子，就算我们看不懂后面在说什么，但是一定可以理解，这句话是对 Bevölkerungsentwicklung 做出了一个定义。Das heißt, was bedeutet die Bevölkerungsentwicklung? Wie kann man diesen Begriff definieren? 人口发展是人口统计学中的一个分支。Ein Gebiet 可以说是其中的一个领域，或者说一个部分，一个分支。它描述的是在一个特定的面积上人口发展的数字。在几个动词里，这里只有 beschreibt 比较合适。Die Bevölkerungsentwicklung beschreibt 后面的从句呢，就是 beschreiben 的宾语。人口发展它描述的到底是什么呢？是人口数字的变化。Dabei unterscheidet man erstens die natürliche Bevölkerungsentwicklung und zweitens die Entwicklung aus dem Migrationssaldo. 这里有一个动词是 unterscheiden, 及物动词区分。比如说区分 A 和 B, 简单一点的说法就是 A und B unterscheiden。当然我也可以借助一个介词A von B unterscheiden, 把 A 从 B 里面区分开来。既然用到了 unterscheiden, 所以这句话应该讲的是人口发展的种类，也就是人口发展可以分为什么和什么。那这句话中的 erstens, 首先和 zweitens, 其次也可以帮助我们理解。那在讲人口发展的时候，我们首先要区分自然的人口发展以及移民差额造成的人口发展。所以通过 unterscheiden 这个动词以及后面的 Entwicklung aus dem Migrationssaldo, 有可能后面的 Migrationssaldo 我根本不认识。但是我们应该可以推导出前面缺的应该也是一种 Entwicklung。好，那我们来看看后面这个 Migrationssaldo 到底是什么意思呢？ Die Migrationen。迁徙、移民，这个单词同学们应该不陌生。它原本指的是 Wanderung oder Bewegung bestimmter Gruppen von Tieren oder Menschen。原本指的是人或者动物特定种群的迁徙，那后来就可以用来指移民了。Das heißt, Abwanderung von jemandem in ein anderes Land, in eine andere Gegend, an einem anderen Ort.Auf Deutsch kann man auch Auswanderung sagen. 也就是指一个人到另一个国家、另一个地区或者另一个地方去生活了。Der Saldo, die Saldos. 差额、结余。它的复数形式比较多样，也可以是 Saldi oder Salden. Saldo bedeutet die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben.Auf einem Konto. Saldo 是一个银行用语，它通常指的是我们账户上收入和支出的差额。那么大家想一想，这个单词和 migration 合在一起构成了一个复合词，叫做 der Migrationssaldo, 指的又是什么呢？课文的后面有解释。Ja, lesen wir weiter. Bei der natürlichen Entwicklung,wird die Differenz zwischen der Geburtenrate und Sterberate berechnet. 先解释什么叫人口的自然发展。这里用了一个动词叫 berechnen。berechnen 是一个及物动词。etwas berechnen bedeutet etwas ausrechnen, 就是算出。Das heißt, durchrechnen herausfinden, wie groß etwas ist. 通过计算得出什么的结果。那么这句话用了一个被动态。自然的人口发展，它指的是出生率和死亡率之间的差异，也就是把出生率和死亡率的差算出来。Die Differenz wird berechnet.
从冠词 die 以及动词 wird 我们可以判断这里需要一个单数的阴性名词，而且呢还得和介词 zwischen 可以连用，所以我们应该能想到区别 Differenz 这个单词吧。公选的词里还有一个 Unterschiede， 但是那个单词是复数，在这里是不合适的。如果用了 Unterschiede， 我们就要用 werden 了。所以说在自然的人口发展呢，人们计算出了出生率以及死亡率之间的差异，也就是到底是生出来的人更多一点还是去世的人更多一点，这个就是自然的人口发展了。Beim Migrationssaldo dagegen wird die Zahl der Einwanderer mit der Zahl der Auswanderer verrechnet. 这里其实有一个词可以提示我们，也就是 dagegen. 但相比之下，或者与其不同的是，所以我们可以知道它从第一种人口发展讲到了第二种，那自然就是 Migrationssaldo.Beim 后面的 m 也可以提醒我们，后面缺少的应该是一个阳性或者中性的单数名词。那对于移民差额造成的人口发展来说，我们就要把进出的移民数量都计算在内，也就是除了自然的出生率、死亡率以外，也要考虑移民造成的人口发展。什么意思呢？有人移民来我们国家 ，Einwanderer。也就是这些人是 Einwandern 迁徙， Ein 表示进入，所以 Einwandern 就是移民进来，那么他们就是 Einwanderer。 但是同时也有人移民出去，那么他们做的事情就是 Auswandern。 那么这些移民出去离开我们的国家去其他国家生活的人，那就是 Auswanderer，要把他们的数字也纳入人口发展的考虑中。那这里有一个动词我们注意一下，叫 verrechnen， 它的意思和前面的 berechnen 可有点点不一样哦。通常它的用法是 etwas mit etwas verrechnen， etwas mit etwas verrechnen， das bedeutet etwas in eine Rechnung mit einbeziehen，在计算的时候把某物也考虑在内，也算在其内的意思。那么这里的四个宾语 etwas 就是我在计算的时候一定要把它也算进去的东西。举个例子， Steuern mit dem Preis verrechnen， Steuern mit dem Preis verrechnen。 不知道同学们有没有注意过发票，有的时候发票上会有两个价格，除了这样东西本身的价格以外，还有一个税的价格。所以我们说 Steuern mit dem Preis verrechnen 的意思就是说，哎，你要把税也算进这个价格里面的，你不能只看价格，还要加上税。好，我们再总结一下差异，来做一个简单的小练习。刚刚所学到的 berechnen，它的四格宾语是我们要算的东西，比如说你算一下我们今天花了多少钱，这个四格宾语是我们要算的东西。而 verrechnen 的四格宾语指的是我们在算什么的时候要把它一起考虑进去的东西。好，我们来做一个简单的练习，请同学们选一下到底是 berechnen 还是 verrechnen 吧。这个练习是不是挺简单的？同学们应该一下就判断清楚了吧？比如说 den Benzinverbrauch berechnen， 计算一下我们的汽油使用量。比如说今天跑了一个长途，赶紧算一下 wie viel Benzin haben wir verbraucht， 计算一下汽油的使用。第二句有一个介词其实可以给我们提示的，那就是 mit。Einen Gutschein mit dem Kaufpreis verrechnen. Einen Gutschein mit dem Kaufpreis verrechnen. 比如说我要买东西的时候，然后发现我有一张抵用券。Ein Gutschein， 也就是我在算这个购物的价格的时候，把这张抵用券也算进去。我们在进行网购的时候，是不是经常会发生这样的事情呢？
商家或者淘宝给的一张 Gutschein。 我们在算我最终是用多少钱买下它的时候，其实就是 den Gutschein mit dem Kaufpreis verrechnen。 最后一题， die Fläche der Wohnung berechnen。 宾语是什么？是这套房子的面积。你计算一下这套房子的面积有多少，那当然是应该用动词 berechnen 了。希望通过这个练习，同学们可以搞清楚 berechnen 和 verrechnen 的差别。好，回到课文里的那个句子， Bei Migrationssaldo dagegen wird die Zahl der Einwanderer mit der Zahl der Auswanderer verrechnet。 什么意思？你在算有多少人移民出去的时候，你也要考虑到有多少人移民进来啊。这两个数字的差额就是我们移民造成的人口发展的数字了。Je nachdem, ob man dabei ein Plus oder ein Minus erhält, spricht man von einem Bevölkerungswachstum oder von einem Bevölkerungsrückgang。 最后一个词应该不难填，因为前面有它的反义词 Bevölkerungswachstum, 人口增长，所以后面应该填的是人口下降。取决于我们算出来那个数字到底是正的还是负的，那我们谈论的就是人口增长或者说人口下降了。这里的 plus 和 minus 告诉我们，原来人口发展这个计算结果出来有可能是一个正数，也有可能是一个负数。如果是正数，我们就说人口发展了，如果是一个负数，我们就说人口下降了。Welche Faktoren beeinflussen die Bevölkerungsentwicklung? 那到底哪些因素对人口发展会产生影响呢？我们从这里的 welche 以及后面的 beeinflussen 可以看出，缺少的名词应该是一个复数名词。公选的一堆名词里，好像只有 Faktoren 和 Unterschiede 是复数形式。而和后面 beeinflussen 搭配的话，那当然是 Faktoren 因素更搭配了。哪些因素，哪些方面影响着人口的发展？ Durch die Verbesserung der Ernährung und der medizinischen Versorgung verringert sich die Sterberate。 通过饮食以及医疗条件的改善，死亡率下降了。这里有一个 sich verringern， 其实就相当于 sich reduzieren， 下降减少。 Ebenso führt eine Änderung der Lebensgewohnheiten und Lebensweise zum Steigen oder Fallen der Wachstumsrate。 不知道同学们有没有从这里的动词 führen 得到启示。 führen zu 是我们非常常用的一个词组，表示导致什么的结果。前面讲了一个原因，也就是我们的饮食以及医疗条件的改善。那后面讲了一个 ebenso， 同样，也就是他要引出第二个原因了。同样，生活习惯以及生活方式的改变也会导致增长率的上升或者下降。Zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern gibt es auch hier große Unterschiede。在发展中国家以及发达国家之间，在人口发展方面也有着巨大的差异。这里的 zwischen 以及后面的形容词定语 große 都可以帮助我们确定这里的名词 Unterschiede。 Während in vielen Industrieländern wie zum Beispiel Deutschland ein Bevölkerungsrückgang erwartet wird, ist in den Entwicklungsländern eine enorme Zuwachsrate erkennbar。Besonders in den Städten dieser Länder。 如果上一句话没有意识到是差异差别的话，看到这里的连词 während 应该也能判断出发达国家和发展中国家之间是存在着差异的。一方面，在很多发达国家，比如说像在德国，我们可以预计到的是人口将不断的下降。 Ein Bevölkerungsrückgang wird erwartet。 Erwarten预计，有点像英语里面的 expect。 而在发展中国家，尤其是这些国家的城市中，我们可以发现人口以很高的速度在增长着。 Eine enorme Zuwachsrate
ist erkennbar. 什么叫 erkennbar? 它来自于动词 erkennen, 认出、识别、意识到。那么 erkennbar bedeutet, deutlich zu erkennen, 就是明显的、很容易辨认出来的。这里的 die Zuwachsrate 就相当于前面出现过的 die Wachstumsrate, 都指的是人口的增长率。那么 eine enorme Zuwachsrate ist erkennbar, 就是很容易发现它高速的一个增长率了。Schon heute kann man feststellen, dass die Weltbevölkerung vorwiegend in den Städten der Entwicklungsländer wächst.现在人们已经可以确认，世界人口主要就是在这些发展中国家的城市中才能得以发展的。什么意思？世界人口在发展，人越来越多，主要是因为在这些发展中国家的城市中人口发展迅猛的原因。Seit einigen Jahrzehnten entstehen in der Welt vor allem in den Entwicklungsländern immer mehr Megastädte,mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. 近几十年来，在世界上，当然主要还是在发展中国家，出现了越来越多人口超过千万的特大城市。注意这句话里面出现的 for allem, 其实和前面一段出现的 for vegant 是同样的意思，都表示主要、首要的意思。我们还可以用 hauptsächlich,或者 überwiegend 这样的词来表示。那什么样的城市可以算作 Megastadt 呢？那在我们文章中提到的一个标准呢，就是人口过千万 ,mit mehr als 10 Millionen Einwohner。大家想一想，像我们中国的上海、北京、深圳这样的城市都可以叫做 Megastadt。Megastädte stellen die Länder vor große Herausforderungen. 这些特大城市将这些国家置于巨大的挑战面前。这里的 stellen 就像放置的意思，把谁放在挑战的面前。Die Infrastruktur und Stadtplanung können oft nicht mit dem schnellen Wachsen der Städte mithalten. 这里有个动词我们可以记一下。Mithalten, 不及物动词，跟得上，比得上。我们知道 halten 有 hold 住的意思，所以 mit 呢表示和其他人，也就是坚持住，保持和其他人一致的水准。因为它不及物，所以我们前面可以加一个介词 mit jemanden mithalten, mit jemanden mithalten, 跟得上，比得上。Das heißt, genauso gut wie ein anderer bei einer Tätigkeit sein.在某件事情上做得和其他人一样的好。Zum Beispiel, nach einer Stunde Ruden konnte mit den anderen nicht mehr mithalten. 大家一起划船，那么划了一个小时之后，他已经跟不上同伴的节奏了。Ruden, 德国人很喜欢的一项运动，划船。又比如说，全家一起去爬黄山，爬到后来，妈妈爬不动了，那我可以说Meine Mutter konnte beim Bergsteigen nicht mehr mithalten, 也就是跟不上其他人的节奏了。好，刚刚那句话是什么意思呢？那些发展中国家的超大特大城市，他们的基础建设 Infrastruktur 以及城市规划 Stadtplanung 根本没有办法跟上这些城市人口的飞速发展，也就是人口的飞速发展提出了对于基础建设或者说城市规划更高的要求，而这些要求是这些城市满足不了的。Die Millionen von Menschen müssen mit allen lebensnotwendigen und vor allem sauberem Trinkwasser versorgt werden. 这里用到了动词 versorgen, 我们之前讲过，同学们记得吗？ Jemanden mit etwas versorgen, 向某人供应什么。成百上千万的人口都需要生活必需品，首先需要干净的饮用水。注意这里的 mit allen lebensnotwendigen 其实是形容词做名词，不知道同学们能不能看出来 lebensnotwendig, das heißt für das Leben notwendig, 对于生活来说是必备的、必要的。然后就像 alles Gute 一样，
我们可以用 alles 加上一个形容词构成一个名词词组。alles Gute geht 大写指所有好的东西。那么这里 alles lebensnotwendige 指的就是所有生活必备品。这里变成了 allem 是因为前面用了介词 mit 要求加三格。如果是一四格的话是 alles lebensnotwendige, 这里变成了 allem lebensnotwendigen。好，在众多生活必需品中最最主要的是干净的，那不难想到饮用水这个词。也就是这么多人都需要生活必要的东西，比如说饮用水，这个问题有可能有些城市就解决不了。Gleichzeitig werden Unmengen an Energie und Ressourcen verbraucht. 此外，这么多人也会消耗使用掉大量的能源和资源。Verbrauchen 这个动词和 Energie 和 Ressourcen 搭配是最合适不过的，因为不管是 Energie 还是 Ressourcen 在我们使用之后它都会消失不变，所以是消耗的动词搭配。前面的 Unmenge 指的是大量无数的意思， Die Unmenge 一般我们的用法是 Eine Unmenge von etwas, 或者用这里的这个介词Eine Unmenge an etwas, 不过 an 加的也是三格，也可以直接是 eine Unmenge 加名词也可以。Das bedeutet sehr viel oder sehr viele, 当然取决于后面的名词是可数还是不可数的。Sehr viel oder sehr viele von oder an etwas. Zum Beispiel, im Urlaub haben wir eine Unmenge an Geld oder eine Unmenge von Geld verbraucht.度假的时候我们花了好多好多钱啊。那么这里的 Unmengen an Energie und Ressourcen 指的就是这么多的人要消耗多少的能源和资源啊。Wir müssen so schnell wie möglich sinnvolle Lösungen finden. 我们应该尽可能快地找到有意义的解决方案。Lösungen finden, 找到对策。其实意思也就是 Wir müssen das Problem so schnell wie möglich lösen, 应该尽可能快的来解决这个问题。好，在这节课也就是这个单元的最后，让我们再完成一个写作练习。Bevor wir die schriftliche Übung machen, lesen Sie bitte zuerst einen kurzen Text.不过在完成写作练习之前，让我们先来读一段短文。Drei vor zehn Chinesen werden laut einer Prognose der Vereinten Nationen im Jahr 2040 mindestens 60 Jahre oder älter sein. Die Vereinten Nationen, 联合国。根据联合国的一项预测，到2040年的时候，十个中国人中有三个会达到60岁或者60岁以上。也就是到了2040年，我们全国人口十分之三的比例是老年人。Der Überalterungsprozess hat sich erheblich beschleunigt. Sich beschleunigen, 加速。社会老龄化的进程明显提速了。Ende 2005 wurden 100 Millionen Chinesen mit über 65 Jahren gezählt.Die 7,69% der gesamten Bevölkerung ausmachten. 2005年年底，有一亿中国人的年龄超过了65岁以上，而这个数字占到了总人口的 7.69%. Die Zahl der Chinesen mit über 60 Jahren betrug 144 Millionen, was 11,69%
nur 3% der gesamten Bevölkerung bedeutet. 而年龄超过60岁的中国人口达到了1.44亿。这一数字占到了总人口的 11.03%。Ja, was möchte uns dieser kurze Text sagen? 同学们觉得这一段短文想告诉我们什么呢? Der Überalterungsprozess hat sich beschleunigt. 应该是想告诉我们中国社会老龄化的进程加速了吧。Bitte schreiben Sie einen Aufsatz.Berücksichtigen Sie dabei folgende Fragen. 这就是我们今天写作练习的要求。请同学们仔细考虑下面的两个问题，并将你们的答案写成一篇短文。这两个问题分别是 A. Warum gibt es in China immer mehr ältere Leute? 为什么中国的老年人，也就是上了年纪的人越来越多？ B.Welche Probleme könnten dadurch entstehen? 那么在这样社会现象的背后可能出现哪些问题？如果同学们想不出的话，也可以借鉴一下本单元我们学习的德国社会老龄化的现象。对于这样的写作练习，舒老师觉得你的观点对不对不重要，写多少，写得好不好也重要。Wichtig ist, dass Sie etwas schreiben. 最重要的是写。要学着用德语把自己所想的 formulieren 出来。如果想不到某些难的单词呢，就用简单的词；不会某些表达呢，就用你会的表达。Ja, bitte versuchen Sie einen richtigen Aufsatz zu schreiben. Hier gebe ich Ihnen auch ein Beispiel, damit Sie eine Vorstellung haben, wie man über das Problem diskutieren kann. 舒老师在这里呢，还是给一个例文，我们来看看可以如何来讨论这个问题。当然，舒老师前面说了，并没有唯一的正确答案，我们可以有不同的观点，只要合理的、逻辑的都可以。既然这篇文章要求大家回答两个问题，所以在写文章的时候，这两个问题的答案都要写进去。此外，为了让文章更有一个整体性，我们可以给大家一个简单的开头和一个简单的结尾。如果有一个标题，那是最完美了。舒老师平时改作业的时候，经常碰到没有标题的作文。没有标题的作文，给人的感觉就好像一个完整的人缺少了脑袋一样。它是不完整的。好的标题不仅可以告诉读者 Worum geht es in diesem Aufsatz? 这篇文章里说的什么，同时它还可以 das Interesse der Leser wecken, 它甚至可以引起读者的兴趣。这是一个方面。还有一个方面，同学们要注意，好的作文应该是结构清晰的，也就是对于这篇文章你在思想内容上的构思，最好在段落分段的这个形式上体现出来。形式上的分段不仅让读者有更好的阅读体验，也可以帮助他们更好的理解你想表达的内容。比如说这篇作文有两个问题，那至少这两个问题的答案你要分两段吧。好，我们一起来看一下例文。 Überalterung der chinesischen Gesellschaft
用一个标题，中国社会的老龄化。这样读者就知道，哦，这篇文章讲的是中国社会老龄化的问题。前面加一个简单的引入。Heute sehen sich viele Länder mit einer Überalterung der Gesellschaft konfrontiert. Mit etwas konfrontiert. 面临什么？这个 mit 后面一般是不好的事情。现在很多国家都发现自己面临社会老龄化这个问题。Wie sieht die Situation in China aus? 那中国的情况如何呢？China droht das schwere Bevölkerungsproblem auch. 中国也面临这一严重人口问题的威胁。Drohen, 威胁。这里的主语是 das Problem, 而 China 是 drohen 的三格宾语， drohen 是加三格宾语的动词。Nach Vorausberechnungen der Vereinten Nationen werden im Jahr 2040Drei von zehn Chinesen mindestens 60 Jahre oder älter sein. 这里引用一下我们前面所阅读短文中的数据，就是根据联合国现在的推算，到2040年，我们有十分之三的人口要超过60岁以上。这一段就完成了我这个问题的引入，也就是这篇文章我到底讲什么？讲的是中国社会老龄化的问题。Was sind die Gründe für so eine Situation? 这句话大家一看就知道我要回答啊这个问题了。造成现在这样一个局面到底是什么原因？ Zuerst ist die Familienplanungspolitik, die in den späten 70er Jahren des 20. Jahrhunderts in China eingeführt wurde, dafür verantwortlich. 这里如果读到 zuerst,就知道我后面要讲的是造成社会老龄化的第一个原因。第一个原因就是20世纪70年代末在中国实行的计划生育政策。那么这个政策要对现在的局面负责。Dafür verantwortlich sein。那么这里所说的 Familienplanungspolitik, 也就是计划生育政策。我们在前面学到过这个单词 ,Familienplanung, 也就是让一个家庭的人口生育的数字符合这个家庭的基本情况。Die Regierung wollte damit verhindern, dass die Bevölkerung zu schnell wächst und so die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen und gleichzeitig Ressourcen schonen. 那政府当时为什么会引入计划生育政策呢？原来他们是想以此来避免人口发展过速。Die Bevölkerung wächst zu schnell. 如果大家都拼命生孩子的话，人就越来越多了。并且怎么样呢？ Die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. 确保人民各种物资的供给。也就是只有在人数一定的情况下，才能保证人民都能获得生活必需品。Und gleichzeitig Ressourcen schonen. 并达到保护资源、节约资源的目的。Schonen.指的是我们在使用某样东西的时候可以维护它的状态，也就是保护资源，不要一下子把资源都消耗用尽了。Diese Ein-Kind-Politik, nach der jede Familie nur ein Kind haben durfte, hat gleichzeitig auch einige Nebenwirkungen mit sich gebracht und eine schneller und weiterreichende Wirkung auf den gesellschaftlichen Wandel in China.Ausgeübt. 这个规定了每户每家只能生育一个孩子的独生子女政策，虽然减缓了人口的发展速度，但是呢，也带来了一些副作用。Einige Nebenwirkungen mit sich gebracht hat. 而且这一政策也对中国社会的变化产生了迅猛以及广泛的影响。同学们可以记一下这个表达。Eine schnelle und weitreichende Wirkung auf etwas ausüben. 这里的 ausüben 是施加的意思。Eine Wirkung ausüben, 施加影响。什么样的影响呢？迅猛的 ,schnell, 广泛的 ,weitreichend, 也就是这个影响势力是很大的。对于什么产生了影响 ?Auf den gesellschaftlichen Wandel in China,
对于中国的社会变化。这里的 Wandel 指的就是 Änderung。Die niedrige Geburtsrate führt zu einer älter werdenden Gesellschaft und der gezielten Abtreibung. 低的出生率最终导致的就是老龄化的社会。这里的老龄化社会用了一个第一分词 eine älter werdende Gesellschaft, 一个正在变老的社会 das heißt eine Gesellschaft, die älter wird, 以及有目的的堕胎 Abtreibung,指的就是流产、堕胎。那么因为只能生一个孩子，再次怀孕之后，大家就会采用 Abtreibung 这样的手段。好，这一段讲的是导致中国人口老龄化的根本原因，也就是计划生育的政策。讲完之后要讲第二个理由，所以换一段，这样在结构上更加的清晰。除了形式上另起一段，在语言上我们也可以给读者更加清晰的提示。Der zweite Grund liegt wahrscheinlich in dem schweren Stress, den die durchschnittlichen chinesischen Familien ausgesetzt sind, wenn sie ein Kind haben möchten. 这里也有一个非常漂亮的第二分词的用法，叫 etwas ausgesetzt sein. 这里的 etwas 是三个宾语，同样表示的是面临什么不好、有害东西的威胁。怎么理解呢？假设我们现在在一个安全屋里面，外面都是核辐射，那我把某人放到外面去，这个人就被 ausgesetzt， 他所面临的就是核辐射，就是三个 radioaktiven Strahlungen ausgesetzt sein， 就可以理解为面临核辐射的威胁。那么这句话要怎么理解呢？第二个原因可能在于想要孩子的普通中国家庭所面临的巨大压力。第一个关系从句的关系代词 dem 指的是前面的 stress 压力，但是它跟 ausgesetzt 的搭配需要变成三个，所以变成了 dem， 就好像我们这是个安全屋，外面都是生活的压力，那么这些普通的想要生养孩子的家庭就被放到外面去了，也就是面临着巨大的生活压力。为什么这么说呢？ Die hohen Ausgaben für ein neues Leben muss man sich vorher ganz genau überlegen. 当有新生命诞生，会带来高昂的花费，这笔钱我们在生小孩之前一定要仔细的考虑清楚。 Nach der Geburt kommen sofort die Sorgen um die gesunde Ernährung, zum Beispiel durch das Milchpulver.小孩出生之后马上要担心能否健康地养育他，比如说奶粉问题。如果妈妈没有足够的 Muttermilch 需要购买奶粉的话，那中国的奶粉是否可靠呢？大家应该都有耳闻，中国顾客在全世界都抢购婴儿奶粉。那如果年轻的妈妈都通过代购啊、海淘来购买奶粉的话，那么经济负担一定很大。Und die unzähligen Gesundheitsprobleme des Kindes und danach die Suche nach der weiteren Ausbildung. 还有无数的小孩的健康问题啊，以及后续继续教育培训的问题。大家都知道我们中国的早教做的是非常的有名的。我们可以把早教叫做 Früherziehung, 或者叫做Frühförderung， 就是那个促进的单词 fördern 的名词 Frühförderung der Kinder。 年轻的爸爸妈妈们在早教问题上也是非常舍得投钱的。 2014 hat die Regierung die umstrittene Ein-Kind-Politik gelockert。 2014年政府放松了这一有争议的独生子女政策 lockern 放松。Seitdem dürfen Paare zwei Kinder bekommen, wenn einer der beiden Elternteile selbst ein Kind ist. 从那时起，如果父母双方都是独生子女的话，他们就可以生育两个孩子。Aber die Lockerung der Ein-Kind-Politik hat nicht zu einem massiven Anstieg der Geburtenrate geführt. 然而这一政策的放松并没有带来出生率的显著增长。Viele Eltern können sich bei den stark gestiegenen Preisen für Wohnraum und Ausbildung
kein zweites Kind leisten. 这也是同学们很熟悉的词 sich etwas nicht leisten können, 没有能力买得起某物。那很多父母由于房价以及教育成本的迅速增长已经无力承担第二个孩子了。Das ändert sich auch nicht mit dem Ende der Ein-Kind-Politik. 独生子女政策虽然结束了,但这一切却没有变化,也就是生活压力还是在的。Das Leben mit Kindern ist viel komplizierter als früher und viele junge Eltern sind der Meinung, dass sie noch nicht gut genug darauf vorbereitet sind, es zu konfrontieren. 养育孩子变得比以前复杂的多。很多年轻的父母认为他们并没有做好足够的准备来面对这样的生活。Im Jahr 2016 hat die Regierung offiziell das Ende der Ein-Kind-Politik verkündet. 2016年,政府官方宣布结束独生子女政策,也就是二胎全面放开。Alle Paare dürfen von da an mit staatlicher Erlaubnis zwei Kinder bekommen. 自此,所有夫妇都可以生育两个孩子。这段分析了除了计划生育政策以外,导致中国社会出生率不高的第二个原因,也就是生活压力。当然,同学们在讲社会老龄化的原因的时候,也可以借鉴我们课文中所讲的,随着生活水平或者医疗条件的改善,人的预计寿命变长了,这也是老人增多的主要原因。不过由于篇幅关系,舒老师在这里就只提两个出生率不高的原因。Während weniger Kinder zur Welt kommen, haben wir aber immer mehr ältere Leute. 一方面,出生的孩子越来越少,另外一方面,上了年纪的人却越来越多。Das heißt, China tritt heutzutage schon in eine altende Gesellschaft ein. 也就意味着中国现在已经进入了老龄化的社会。Welche Probleme könnte diese Situation mit sich bringen?那这一情况又会带来哪些问题呢？这个短短的一段其实起到了承上启下的作用，也就是把问题背引了出来。老龄化的社会会带来哪些问题？ Als erstes kann die Alterung der Gesellschaft viele gesellschaftliche Probleme mit sich bringen, zum Beispiel Mangel an Arbeitskräften. Als erstes.就是 zuerst, 首先。首先社会的老龄化当然会带来很多社会问题比如说劳动力的缺失。Mangel an Arbeitskräften, das heißt, es mangelt an Arbeitskräften, 没有足够的劳动力了。Wenn die Erwachsenen später in Rente gehen und nicht mehr arbeitsfähig sind, verliert unser Land einen Großteil der Arbeitskraft, weil es gleichzeitignicht genug junge Leute gibt. 现在还在工作的成年人如果未来退休也就是再也没有工作能力的时候那我们的国家就要失去大量的劳动力。为什么呢因为同时没有足够多的年轻人来接替他们的工作也就是退休的人多而年轻人少。Daneben bedeuten mehr Senioren auch höhere Beiträge für die Altersversicherung. 这个问题其实在课文中有探讨过。更多的老年人、更多的退休老人也就意味着养老保险金要交得更多。Dies bedeutet auch hohe Ausgaben für die Regierung und die Belastung der jüngeren Generationen. 这也就意味着政府在养老这方面得有更多的花费。而且年龄更轻的那几代人他们的负担也就越来越重也就是还在工作的人他们的负荷越来越重有可能要交的养老保险金越来越多了。好第一点是劳动力缺失的问题。Darüber hinaus, 我们就知道讲到第二个问题了。Darüber hinaus bekommen die Einzelkinder wegen des demografischen Wandels auch Schwierigkeiten.此外,由于人口结构的变化,独生子女也会面临一定的困难。什么困难呢?
Wenn die Einzelkinder heiraten, werden sie bemerken, dass ein Paar sich in Zukunft nicht nur um seine eigenen Kinder, sondern auch um 4 Senioren kümmern soll. 独生子女，如果双方都是独生子女的话，他们结婚的时候会发现，他们未来不仅要照顾他们自己的孩子，而且还要照顾四位老人。Sie stehen unter großem Stress, für das Leben von so vielen Menschen zu sorgen. Geld, Zeit und die Beziehung zwischen verschiedenen Generationen. 注意，这里也有一个词组叫做 sorgen für。Sorgen für 我们通常翻译成负责。独生子女这一代人，他们处于巨大的压力之下。什么样的压力呢？后面有一个代词不定式修饰前面的 stress。什么样的压力？也就是要负责，要照顾这么多人生活的压力。这涉及到金钱、时间以及几代人之间的关系。Das sind die häufigsten Gründe für Konflikt.而这一切往往是发生冲突矛盾最常见的原因里。好，这两段也分别从两方面来讨论了人口老龄化会给中国社会带来的问题。最后我们再简单的加一个总结就好了。Allgemein gesprochen sind die Ursachen des demografischen Wandels in China die Menschen und das Land. 总体来讲，中国社会人口变化的这个根本原因其实还是人和国家。Die Hürde für eine Verbesserung der alternden Gesellschaft ist hoch und der Ausgang noch ungewiss. 想要解决人口老龄化这一问题，障碍是巨大的，而具体的出路，也就是解决方案在哪里，现在我们也不是很清楚。Ja gut, in dieser Stunde haben wir eine Testübung gemacht und den schriftlichen Ausdruck geübt. 在这节课上呢，我们做了一个总结性的测试练习，并且完成了一个书面表达的操练。Damit können wir Lektion 22 beziehungsweise das Thema die Weltbevölkerung beenden. 以此呢，我们就结束了22单元以及世界人口这一复杂的主题。In der nächsten Stunde werden wir mit einem interessanteren Thema, nämlich Gesundheit und Ernährung anfangen. 下节课我们要开始一个更加有趣一点的主题。Gesundheit und Ernährung, 健康与饮食。Das betrifft uns alle. 这是一个和我们所有人都密切有关的主题。Ja gut, für diese Stunde machen wir Schluss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.